Leben ohne eigenes Auto, das machen viele Menschen inzwischen ganz bewusst. In der Großstadt ist das ja auch nicht so schwierig. Da fährt alle naslang Bus oder Bahn und an jeder Ecke steht ein Sharing-Auto, wenn man denn doch mal eins braucht. Das ist in einer Kleinstadt natürlich anders, aber auch da geht's ohne Auto, wenn man will. So wie Familie Erdmann aus Kempen. Ordentliche Kleidung ist das A und O beim Radfahren im Nieselregen. Das wissen Renate und Georg Erdmann genau. Den Helm. Die Eheleute aus Kempen haben beide aus Überzeugung keinen Führerschein. Machen alles mit dem Rad, egal bei welchem Wetter. Gestern bin ich richtig nass geworden. Ne? Da bin ich wirklich, da habe ich auch eine Regenhose dann an. Ja? Aber die ziehe ich wirklich nur an, wenn es dann halt auch fester regnet. Ne? Aber für sowas, da ziehe ich noch keine Regenhose an. Wünschen Sie sich nicht manchmal ein Auto, wenn es so richtig am Schiffen ist? Nö, eigentlich. Die Frage hat sich für uns nie gestellt. Und wenn man keine Alternative hat, dann denkt man da gar nicht drüber nach. Heute machen sie Besorgungen für Weihnachten. Die beiden sind Physiotherapeuten und bei den Hausbesuchen kommen schon mal ordentlich Kilometer zusammen. Als erstes geht's über den Kempner Innenring zur Post. Ich genieße wirklich jede Minute am Fahrrad. Und gerade bei schlechtem Wetter, wenn man losfährt, ja, und hat vielleicht nicht so die Motivation, sondern geht ja umso ach, schön, dass du am Fahrrad gesessen hast. Ich finde es wesentlich stressfreier, wenn ich jetzt so hier auch hier den Autoverkehr sehe und wirklich sehe, was die für einen Stress haben. Fahrradfahren in Kempen funktioniert gut, sagen die beiden. Woanders wäre es wahrscheinlich ohne Auto komplizierter. Hier kommt man gut voran. Und der Einkauf verschwindet kurzerhand in jeder Menge Fahrradtaschen. Die beiden sind Radfahrer aus Überzeugung. Für Georg Erdmann war schon vor 40 Jahren klar, ein Auto braucht er nicht. Zur damaligen Zeit kamen ja gerade die Grünen auch so auf, als ich 18 war. Und also Ende der 70er, Anfang der 80er. Und da war für mich auch mit Sicherheit der Umweltgedanke auch schon vorhanden, ne? Das zu sagen, nee. Ne? Mich hat es immer geärgert, wenn die Leute mit Atomkraft, nein, danke, aber dann mit ihren Autos in den Demos gefahren sind. Das hat mich schon immer geärgert. Ja? Ärgert mich auch heute noch. Und jetzt noch Richtung Supermarkt. Getränke für Weihnachten holen. Also, das ist nicht unser wöchentlicher Einkauf mit denen. Mit dem Anhänger haben sie sogar den Weihnachtsbaum gekauft. Alles kein Problem. Vier erwachsene Kinder haben die beiden, die an Weihnachten nach Hause kommen. Und die wollen essen und trinken. Im Haus wohnt nur noch Jonathan. Der macht's wie seine Eltern und hat auch keinen Führerschein. Ich hatte nie wirklich Probleme damit. Es hat auch sehr viel selbstständiger gemacht, muss ich sagen. Also ich habe unfassbar früh gelernt, mit dem ÖPNV zu fahren. Mit dem Fahrrad bis nach Krefeld zu fahren oder noch weiter ist für mich absolut kein Problem. Selber einen Führerschein machen? Hatte ich überlegt. Also eigentlich war ich immer, nein, brauche ich nicht. Ich gucke halt, dass ich das auch mein Leben so gestalte, dass ich keinen brauche, wie meine Eltern das gemacht haben. Macht mich stolz, wenn das so was wie wir. Aber ich glaube, ich lerne. Ne? Ohne Auto zu leben ist auch in einer Kleinstadt möglich. Man muss es nur wirklich wollen. Und Renate Erdmann will, Kompliment. Wie sind Sie heute hier hingekommen? Ja, ich bin mit dem Zug bis Düsseldorf gefahren, nein, bis Krefeld gefahren, dann in die U-Bahn umgestiegen und dann nochmal in den Bus und war so ungefähr eine Stunde unterwegs. Eine Stunde, das ist ja eigentlich gar nicht so viel von Kempen. Weil das ist ja immer das Argument der Leute, die eben an ihrem Auto hängen, dass die sagen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde ich so viel länger brauchen. Das stimmt ja auch in vielen Fällen, aber sie wohnen in der Kleinstadt, ich habe es eben schon gesagt, und ziehen das trotzdem eisern durch. Ja, also wir kennen es halt auch nicht anders. Also sowohl mein Mann als auch ich haben keinen Führerschein und wir haben einfach unser Leben darauf ausgerichtet. Und wir sind bis jetzt noch immer überall hingekommen, wo wir hinwollten. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie sagen, wir fahren beide nicht Auto, haben noch nicht mal einen Führerschein? Ja, es ist natürlich großes Erstaunen. Dann kommt sehr oft dann eine Rechtfertigung, warum der oder diejenige das jetzt selber nicht so machen kann. Die fühlen sich sofort ertappt. Ja, genau, meinen sich dann rechtfertigen zu müssen. Aber wir wollen den Leuten ja gar keinen Vorwurf machen, klar. Wir machen es nur einfach anders. Aber als sie beide jung waren, war das denn da nicht komisch? Da waren doch Jungs, die kein Auto fuhren, die waren doch uncool, oder? War das bei ihnen anders?
Also ich brauchte jetzt keinen, der mit einem tollen Schlitten vorfährt. Ich fand immer das Fahrradfahren viel schöner. Sie haben vier Kinder, haben wir eben gehört, als die noch klein waren. War das da nicht dann wenigstens mal lästig oder unbequem? Also wir hatten einen Anhänger für unser Fahrrad, wo die kleinen Kinder, die eben noch nicht selber fahren konnten, wo die da drin saßen. Und da passten auch noch die Einkäufe rein. Und damit kamen wir überall hin. Das war überhaupt kein Problem. Und Urlaube, wie haben Sie das gemacht ohne Auto? Also wir sind viel Fahrrad gefahren, haben Fahrradtouren gemacht mit den Kindern, sind aber auch mit dem Zug dann eben zu Urlaubsorten gefahren. Wenn wir ein Ferienhaus gebucht hatten, sind wir mit dem Zug dahin gefahren. Und die letzte Strecke, wo dann eben kein Zug oder Bus mehr möglich ist, da haben wir dann Taxi genommen. Mhm. Und das erfordert so ein bisschen Vorbereitung, aber es ist alles machbar. Wer mich kennt, weiß, ich fahre selber auch kein Auto. Ich habe zwar einen Ehemann, der mich manchmal fährt, aber ich stehe halt auch auf dem Standpunkt, nicht jeder braucht ein Auto und man kann mit Taxi tatsächlich Geld sparen. So sehen Sie es auch, ne? Ja, dadurch, dass wir kein Auto haben, sparen wir ja schon dermaßen viel Geld. Da können wir richtig viel Taxi fahren. Und deswegen nehmen wir auch für 30 Kilometer mal ein Taxi, wenn es erforderlich ist. Klar. Das ist immer noch wesentlich günstiger als mit einem eigenen Auto. Und Sie planen auch nicht in Zukunft irgendwann doch noch den Führerschein zu machen, wenn Sie mal älter werden und vielleicht nicht mehr so mobil sind. Ein Leben ohne Auto ist möglich. Man muss es nur wollen. Auf jeden Fall. Und es ist ein schönes Leben. Ja, danke schön, Frau Erdmann. Ich kann nur sagen, weiter so. Danke. Ihnen.